Session Percussionist von Native Instruments ist der ultimative Sample Player für Percussion-Instrumente. Ausgestattet mit der umfangreichsten Library und einer herausragenden Engine für detailreiche, authentische Performances. Mit über 2000 Drum Patterns, einem intuitiven Step-Sequencer und einer intelligenten Suchfunktion findest du blitzschnell genau die Sounds, die du brauchst. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Video gebe ich dir einen schnellen und präzisen Überblick über Session Percussionist aus der Complete 15 Serie von Native Instruments, damit du sofort loslegen kannst. Schön, dass du am Start bist. Viel Spaß! Welcome to Thomas Foster Music Production. Ich habe euch eine Playlist gemacht mit all meinen Videos zu Complete 15. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. So schaut der Session Percussionist nach dem Laden aus. Und hier unten wird uns bereits angezeigt, welche Tasten unserer Keyboard-Tastatur was genau triggern, welche Samples triggern. Und wenn wir dann eine Taste hier drücken, ihr seht ja hier unten, welche Taste ich drücke. Ich drücke jetzt nochmal eine hier. Dann hören wir gleich einen kompletten Beat und zwar bereits in Sync zum Tempo unserer DAW. Das heißt, wenn ich das Tempo ändern würde, würde auch der Beat langsamer werden. Besser verstehen, welche Taste welche Samples beinhaltet, tun wir, wenn wir hier drauf drücken. Und hier unten ist ja beschriftet, also bei C1 ist die Cajon. Spielen wir mal die Cajon. Und dann wird es erstmal 5 Tasten, nämlich C1 bis E1, die Loops mit der Cajon spielen. Hier oben sehen wir aber dann, was die nächsten 5 Tasten machen. Die spielen Single Hits, also Einzelschläge, mit denen ich jetzt selber einen Beat spielen könnte. Und oft ist es genau die Kombi, dass wir einen Loop laufen lassen, dann mal schnell ein paar Einzelschläge machen und dann wieder zurückgehen. Also ich habe da jetzt den Loop und jetzt und bam, 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 bam. Und dann haben wir noch die letzten 2 Tasten, hier dieses B1 und H1 oder auf Englisch Double B und B, wo so Rolls sind. Und die können wir dann über dieses Modulation Wheel hier ein bisschen in der Dynamik steuern. So wie wir auch alle Beats hier mit dem Pitchband steuern können in der Dynamik. Ja, manchmal hört man es nicht so schnell, wenn der wenig spielt, aber es gibt Beats, wo man das ganz extrem hört. So, jetzt haben wir also in der Oktav C1 nur die Cajon, eine zweite Cajon haben wir in der nächsten Oktav und da ist wieder die ersten 5 Tasten sind Loops und dann kommen die Einzelschläge und dann kommen noch 2 so Rolls. Und das wiederholt sich jetzt in der dritten Oktave, wo wir ein Tambourine haben. In der nächsten Oktave haben wir hier diese Cabasa und in der letzten haben wir nochmal eine zweite Cabasa. Ja. Und ganz unten bei C0 triggert er alle Instrumente. Das heißt, wenn wir das C0 drücken, hören wir den Loop von C1, C2, C3, C4 und C5. Und das Ganze gilt nicht nur für die 5 Loops, sondern auch für die 5 Single Hits oder die 2 Rolls, was natürlich dann fast ein bisschen chaotisch klingt. Ich gehe mal hier wieder aus dieser Ansicht raus auf die Hauptseite. Da haben wir 3 Regler.
Swing gibt dem Ganzen einen Swing oder man sagt auch Shuffle. Was bedeutet das? Bei einem Sechzehntel Swing, es gibt auch einen Achtel Swing, das kann man hier umschalten, wird jede zweite Sechzehntel nach hinten geschoben. Ja, und dann swingt es einfach so ein bisschen mehr. Hören wir mal. Je langsamer das Tempo ist, desto besser hört man das. Bei der Achtel genau. Dann gibt es Humanize, da wird es nicht so präzise. Der ist eigentlich jetzt so bei 90% gar nicht so schlecht eingestellt. Wenn ihr nach links dreht, klingt es wie die Maschine. Und wenn ihr zu stark auftritt, dann könnte es sein, dass es zu chaotisch und unrhythmisch ist. Das heißt, ich würde tatsächlich mal so starten. Wir können dann die ganzen Beats ein bisschen nach hinten oder nach vorne shiften mit diesem Shift-Regler hier. Das hat man aber eher bei einzelnen Percussion. Und wie ihr gleich sehen werdet, kann man das auch für einzelne Percussion einstellen. So, jetzt mal einen schnellen Überblick. Es gibt hier drei Seiten. Hier unten kann man umschalten zwischen Main, Editor und Mixer. Ja, die Namen verraten schon ganz gut, was da passiert. Was die einzelnen Elemente spielen, kann man hier im Editor einstellen. Und wie sie klingen, kann man hier im Mixer einstellen. Weiters können wir Sounds austauschen. Wenn ich also sage, ich möchte hier ein anderes Instrument statt dieser ersten Cajon haben, drücke ich hier auf diese Cajon drauf. Noch einmal. Da hier, das ist diese rote Cajon, da drücke ich jetzt drauf und dann kann ich sagen, tausche mir das in Bongos aus. Spielt jetzt genau dasselbe, aber halt mit einem anderen Sound. Ja, ich muss korrigieren, spielt nicht genau dasselbe, es sind dann doch andere Beats. Und ihr könnt sagen, ja, ich will Congas, aber nicht welche, die so klingen, die sollen anders klingen. Dann könnt ihr einfach hier durchdrücken. Ja, wenn ihr was gefunden habt, was euch gefällt, könnt ihr das hier mit dem Häkchen bestätigen. Oder wenn ihr sagt, ah, ich glaube, das bleibt doch bei dem, was vorher war, geht ihr mit dem Kreuz raus. Ich bestätige das jetzt halt mit dem Häkchen. Und schon klingt der ganze Beat hier ein bisschen anders. Ganz spannend ist auch dieser Regler hier. Es heißt Articulation Filter. Aber es hat mit einem Filter eigentlich nicht viel zu tun. Also nicht mit dem Audiofilter, den wir kennen, der Höhen wegnimmt und Tiefen wegnimmt, sondern ihr nehmt Percussion-Instrumente weg. Rechts sind die ganz hohen wie Shaker und Tambourine. Links sind eher die tieferen wie Congas oder so. Und je weiter ich jetzt hier runter gehe, desto mehr nehme ich von oben weg. Also als erstes nehme ich die Shaker und Tambourines raus und dann reduziert sich es immer mehr auf die tiefen Elemente. Hören wir mal. Und das Ganze geht auch in die andere Richtung. Und der einfachste Trick ist zum Beispiel, wenn ihr einen fetten Beat habt und ihr habt aber schon einen Beat in eurem Song und das, was die Percussion machen, konkurriert zu stark mit der Bassdrum, weil sie zu weit runtergehen, na, dann dreht ihr einfach da mal ein bisschen unten was raus und schaut, ob es dann besser im Mix sitzt. Ja, bevor wir auf diese Unterseiten hier noch näher eingehen, schauen wir uns mal den Browser an. Auf den kommen wir, wenn wir hier, wo der Name, das Preset, das wir hier gewählt haben, steht. Dann kommen wir hier. Das Schöne ist, ihr könnt die Presets umschalten, während euer Song läuft und sie synchronisieren sich zum Beat dazu. Das heißt, ihr hört im Mix bereits, wie euch das gefällt. Und während ihr da durchdrückt, drücken wir mal ein bisschen. Hoppla, jetzt habe ich wohl einen Doppelklick aus Versehen gemacht. Ja,
Ja, während ihr da durchdrückt, könnt ihr hier filtern. Ihr könnt also sagen, ich will nicht komplett Percussion, ich will nur Bongos. Ja, mir ist schon aufgefallen, es wird nicht super streng genommen. Es sind dann Bongos im Vordergrund, aber nicht nur. Es kann dann trotzdem mal ein Shake oder irgendwas dabei sein. Musikstil, ich kann sagen, ich will nur Latin. Ich möchte Jungle. House. Pop, Ambient und so weiter. Und hier kann man nochmal die Spieltechniken einstellen. Ja, laden wir mal diesen Good Energy hier. So, bevor wir uns den leistungsstarken Editor und auch den Mixer anschauen, gibt's noch einen kurzen Clip. In der Welt der Musikproduktion ist Kreativität der Schlüssel zum Erfolg. Und um diese Kreativität zu entfesseln, brauchen wir ein User-Interface, das uns dazu einlädt, einzigartige Klänge zu erschaffen. Das ist es, was den neuen Arpeggiator im Mutant Player 2 auszeichnet. Und so funktioniert der neue Arpeggiator von Mutant. Wähle deinen Sound, aktiviere den Arpeggiator, lass deine Fantasie freien Lauf. Klicke drauf los und erlebe Musik auf eine völlig neue Art. Für diejenigen, die nicht Klavier spielen, ist dieser Arpeggiator ein Gamechanger, der es leicht macht, musikalisch kreativ zu sein und herausragende Musik zu kreieren. Außerdem bieten wir eine Vielzahl vorgefertigter Presets an, die du ganz einfach laden kannst. Drücke ein paar Tasten auf dem Keyboard und lass dich inspirieren. Der Mutant Player 2 steht für dich zum Download auf unserer Webseite bereit. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mein Name ist Thomas Foster und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche magischen Klänge ihr mit dem neuen Arpeggiator erschafft. Danke fürs Folgen und immer kreativ bleiben. Cheers! Mugent, it's time to make music. Ja, und jetzt komme ich drauf, das, was hier gespielt wird. Hören wir mal. Mir gefällt mal die Spielart der Conga nicht. Hören wir uns die Conga mal allein an. Also gehe ich in den Editor, drücke meine Conga. Und jetzt kann ich hier mal so ein bisschen selber was bauen. Ah, wir sind jetzt aber nicht auf der Conga, Entschuldigung. So will ich, machen wir mal hier so ganz viele Muted-Schläge. Jetzt will ich da Akzente setzen, hier, hier und hier. Hören wir das mal. Ja, dann kann ich hier oben von Articulation umschalten auf die Akzente. Und sagen, ja, das sind die wichtigen Akzente. Super. Und ihr könnt auch mehrere Dinge selektieren. Damit das Ganze schneller geht, könnten wir also sagen, ich selektiere den hier. Jetzt halte ich die Command-Taste gedrückt und nehme den und den und den und den und den dazu. Und die fahre ich jetzt mal mit diesem Regler hier komplett nach oben. Und alle anderen können hier ein bisschen weiter runter, damit wir diese Rhythmik, die ich da so habe. Mit den Reglern kann man lustige Dinge machen, wie mit Zufallsgeneratoren spielen, einblenden, ausblenden, das ist, glaube ich, der hier. Ja, muss man einfach mal rumdrehen und dann kann man mehrere auf einmal beeinflussen. Oder ihr wollt hier am Schluss noch so eine kleine Steigerung, nämlich die Shift-Taste, damit ich das hier alles selektiere und sage, da fahren wir so ein bisschen nach oben. Ja, so in etwa. Okay, hören wir mal. Ihr werdet feststellen, das macht Spaß, da kommt man schnell irgendwo hin. Hier kann man noch Timing und Flames einzeichnen. Und trotzdem hat man nicht dieselbe Perfektion wie die Beats,
die von Native Instruments kommen, die vielleicht von einem Musiker gespielt sind oder von jemandem programmiert sind, der sich halt wirklich in Ruhe damit auseinandergesetzt hat, wie man die programmieren muss, dass sie authentisch klingen. Deshalb passiert hier unten etwas Spannendes. Zu allem, was ich da oben einzeichne, sucht er sich die Beats aus seiner Library raus, die dem am ähnlichsten sind. Und jetzt kann ich mir einen Beat suchen. Hören wir nochmal, was ich programmiert habe. Der dem am nächsten kommt. Jetzt kann ich den Beat nehmen und auf einer dieser Tasten draufziehen, und zwar auf jede, zum Beispiel auf die, wo er war, auf die, diese Conga-Taste hier. So, und jetzt spiele ich die mal. Entschuldigung. Und jetzt sage ich, ich will aber, dass die Triangel dasselbe spielt wie die Conga. Also nehme ich hier diesen Beat und ziehe ihn auf die Triangel drauf. Das ist abgefahren, oder? Jetzt spielen Conga und Triangel dasselbe. Und wenn ich jetzt den ganzen Beat spiele... Ihr seht also, wie schnell man hier selber eingreifen kann, das Tempo verdoppeln kann, halbieren kann. Da ist echt viel möglich. Man kann das Grid bearbeiten. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber man sieht eins deutlich, die haben ihren Job sehr ernst genommen. Sehr ernst genommen haben sie auch den Job, den Mixer einzurichten. Ich greife mir jetzt mal diese Conga hier wieder raus, um euch zu zeigen, was wir hier alles machen können. Besonders schön finde ich diesen Regler hier. Der macht Panorama und Räumlichkeit. Also da könnt ihr die Conga ganz nah herholen. Nach links, rechts geben oder eben in den Raum schieben. Das ist super. Ihr habt einen Kompressor. Wie stark der arbeitet, also wir haben hier nicht den klassischen Threshold und Ratio wie sonst, sondern ihr stellt hier ein, wie stark er arbeitet. Das ist so eine Art Threshold mit trotzdem Lautstärkenkorrektur, würde ich jetzt mal sagen. Also hier ist er quasi nicht komprimiert. Und wenn ich hier nach rechts drehe, ist er stark komprimiert. Aber er wird nicht lauter. Deshalb ist es auch schwieriger zu hören, aber man hört sehr wohl, dass es dichter und kompakter wird. Und dann könnt ihr da drauf drücken und unterschiedliche Presets wählen, wie der Kompressor klingt. Dasselbe gilt für den EQ. Ihr habt nur einen Regler für den EQ, aber ihr könnt ihm sagen, was er machen soll. Ich will ein bisschen die Mitten boosten. Ja, war gar nicht so schlecht. Machen wir ein bisschen was. Da habt ihr noch einen Reverb. Da könnt ihr auch Presets aussuchen. Gehen wir mal auf Large Room. Und einen Delay, also zum Beispiel in Achtel punktiert. Und das können wir natürlich nicht nur mit der Conga machen, sondern auch mit allen anderen Instrumenten. Hier rechts seht ihr nochmal den Room, den Hall, und da könnt ihr umschalten zwischen drei Räumen und eine Kompression für den Hall einstellen. Also das ist schon alles extrem umfangreich, und wenn man mal verstanden hat, wie es funktioniert, ist es eigentlich sehr einfach, schnell einen passenden Beat zu finden und den so anzupassen, dass er perfekt zum eigenen Track passt und am Ende aber dann doch so klingt, als hätten ihn echte Musiker gespielt, weil er einfach durch diese sehr durchdachten, durch dieses extrem durchdachte User Interface hier alles sehr authentisch klingt.
Ich habe euch eine Playlist gemacht mit all meinen Videos zu Complete 15. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieses Video geholfen hat, beziehungsweise wenn ihr irgendwelche Fragen zum Session Percussionist habt. Ich versuche euch alles zu beantworten. Falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, dann ist das der Moment dafür, um keine weiteren Videos zu Musikproduktion oder künstliche Intelligenz in der Musikproduktion zu verpassen. Auch über ein Like würde ich mich natürlich extrem freuen. An der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und immer kreativ bleiben. Cheers! Welcome to Thomas Foster Music Productions.